So, mein kleiner Zwischenstand zur Händershot-Bastelei. Es ist ganz bewusst noch so dunkel, noch ist die Lampe nicht ein, denn wenn ich sie einschalte, okay, das muss ich als Einstieg doch noch sagen, mein Ostsee hängt jetzt an der Korbspule dran und zwar an der untersten, Korbspule und das andere Ende geht ins Nichts. Ne? Daran hängt jetzt unser Oszilloskop. So schaut es jetzt aus und jetzt schalten wir die Lampe ein. Und das schaut so aus. Ja, gut, hier muss ich vielleicht mal dazu sagen, ich habe jetzt als Spannungsquelle für mein System hier mein Netzteil rausgesucht. Und Netzteil hat natürlich Verbindung mit dem Netz. Ne? Es ist aber noch ausgeschalten, ihr seht, 0 Ampere und 0 Volt. Also rein theoretisch dürfte da überhaupt noch nichts fließen. Ah gut, jetzt haben wir auf dem Ostsee schon mal die Linie von unserem Transistor, der hier oben ist, in ziemlich weiter Entfernung. Gut, schon mal interessant. Ja, dann geht's weiter. Und zwar hat mir der liebe Fuchs, Alex heißt er mit Vornamen, weiß ich jetzt, hat mich kontaktiert. Und zwar der Herr, der diese schöne Kurzzusammenfassungsdokumentation von den Händershot-Basteleien getätigt hat. Und er hat mir geraten, doch mal nicht so wie er in seinem Dokument am Ende beschrieben hat, diese Korbspulen mit einem Signal zu beaufschlagen, also praktisch nicht daran den Signalgenerator zu hängen, sondern auf den Kondensator. Ja? Hier sind die Anschlüsse vom Kondensator und die Anschlüsse gehen jetzt auf eine Zündspule. Ja, hier hinten, das habe ich eigentlich nur angeschlossen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich das parallel an der Zündspule mit dran habe, ne? Also hier destilliertes Wasser und zwei Wolframstäbe, dass mein System im Solid State keinen Muxer macht. Sonst featcht es immer ganz toll, ne? Wir kennen ja aus den letzten Videos. Ja, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das da rangemacht habe. Gut, und als Verbraucher nehmen wir zwei schöne große Wummerkondensatoren. Ne? Die sind hier oben mit so einer Gleichrichterbrücke zusammengeschalten. Und ja, diese Konstruktion hier, die hat Action for Free rausgefunden. Er ja, hat mich vorhin besucht, zusammen mit Hans im Glück. Ich kam hier erstmal nicht weiter, hat er sich hingesetzt, hat hin und her probiert und siehe da. So, hallo Mama, heute mal beim Segelohrenpop. Und ja, was ganz lustig ist, wir haben mit den Händershot Korbspulen hier. Da hat der Thorsten an die Wicklung vom Innen vom Kondensator, die Außenwicklung, Hochspannung, ja, mit dem Bedini, ne? Und dann haben wir an die Korbspule, also quasi dann über dieses Feld, was hier ist, diese Kondensatoren dran und die sind hier. Ne, da passiert nicht recht viel. Und an der anderen Wicklung haben wir hier noch eine LED mit Leuchtrichter. Wenn ich jetzt hier aber die LED abmache, ne, machen wir ab, jetzt. Und wir haben jetzt einen Bedini schon runtergestellt, wenn man den jetzt noch ein bisschen regelt, geht das auch noch schneller. Boah. Endlich können wir diese Wummerkondensatoren ordentlich vollladen. Wir wissen zwar noch nicht so richtig, wieso, weshalb, warum. Ne? Wir haben hier vorhandene Bauteile genommen, die schon rumgelegen sind. Und er hat dann, wie gesagt, wild rumprobiert. Es war echt eine Freude, dazu zu gucken. Also hat voll das Unterbewusstsein die Steuerung übernommen. Ja, aber wir haben jedenfalls wieder etwas. Okay, so, jetzt haben wir erstmal wieder genug geredet. Will ich es euch erstmal zeigen. Ne? Jetzt sind wir soweit. Jetzt habe ich hier dieses Spannungsmessgerät an die Kondensatoren mit angeschlossen. Ne? Einmal hier und einmal da wird jetzt gemessen. So, die zwei Kondensatoren haben schon 8,7 Volt, sind also schon ein bisschen vorgeladen. Ja, okay, dann wollen wir mal unsere Versorgungsspannung zuschalten. Ne? Ich schalte ein,
Okay. So, wir fahren jetzt mit. Ja, gut, knapp 400 mA bei 16 Volt. Bedini macht keinen Mucks. Nicht mal das Überspannungslämpchen leuchtet. Sehr schön. Gar nicht mal so schlecht. Mhm. So, und hier diese LED brennt fast durch. Ja, die ist jetzt an dem einen Ende dieser einen Korbspule befestigt. Und die grüne hier leuchtet auch noch ein bisschen. Hier oben weiß ich nicht ganz genau, warum die mit dran ist. Die leuchtet jedenfalls gar nicht. So, das Bild zeigt jetzt unser Ostsee. Ich möchte mal noch ein bisschen rumregeln hier. Ich regel. Regel. Und wieder hoch. So. Potti auf 1 Kilo Ohm. 900 Ohm, 800 Ohm, 700, 600. Jetzt geht das Überspannungslämpchen an. Jetzt ist es angegangen. Und jetzt kriege ich es auch nochmal aus. Jetzt kann ich ganz hoch drehen. Überspannungslampe bleibt an. Das zeigt das Oszilloskop. Wir sind bei dieser Einstellung. Okay, und Verbraucher ist dran. Ja, hier tut sich noch nichts, ne? 8,7 Volt. Aber da hat der Action for Free einen schönen Schalter rausgefunden. Und zwar löst er jetzt diese Verbindung zwischen diesem einen Ende der Korbspule und dem anderen Ende der anderen Korbspule. Ne? Also die Anfänge gehen jeweils, hier ist der eine Anfang, hier ist der andere Anfang, die Anfänge gehen jeweils auf unser Wechselstromeingang von unseren Kondensatoren. Ne? Das ist der Wechselstromeingang hier, da und da. Da geht die eine Korbspule drauf und die andere Seite ist hier ganz komisch wild damit verschalten. Ja, und jetzt laden die Kondensatoren erst, wenn wir diese Verbindung hier lösen. Und jetzt geht's los. Ach, und das hat sich ja auch noch ganz Stück verändert. Okay, ich klemme hier nochmal kurz an, nochmal zum Vergleich. Ne? So, okay, ist dran. Jetzt nehme ich ab. Ha. Und die Kondensatoren ziehen sich voll. So. Also, nochmal zum Verständnis. Ne? Wir pulsen jetzt hier Strom in diesen Kondensator rein. Bum, 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 bum. Und unten über die Korbspulen nehmen wir Strom ab. Einmal hier. Lämpchen brennt wie Sau. Also es sind auch noch ein Haufen Anschlüsse übrig. Ne? Ganz viel Optimierungsarbeit ist da noch. Und die zwei Wummer-Kondensatoren zieht es schön voll. Gut. Ja, na gut. Geht auch etwas voran. Freut mich.